So, da bin ich wieder zurück bei Let's Play Zelda Ocarina of Time Master Quest und ich war in der Höhle von Dodongo, glaube ich mal, und ich habe ein kleines Problem, und zwar mir ist die Aufnahme abgestürzt und ich habe schon einiges gemacht für so circa 20 Minuten. Ich zeige euch einfach mal, was das alles war. Zuallererst habe ich hier die Bombe genommen und habe die hier runtergeworfen. Da unten ist so ein Schalter. Dort unten, Schalterli, genau. Der macht, dass dieses Teil hochfährt. Dann Bombe genommen und da hinten aufgesprengt. Wo dieses Viech ist. Hat gar nichts gebracht. Da hinten habe ich es noch nicht aufgesprengt. Gut, das heißt, oben geht's weiter. Das heißt, gar nicht viel, was ihr verpasst habt, außer da hinten halt die Fackel. Die musste ich natürlich noch anmachen. Und die Fackel anmachen, das ist ja gar kein Problem. Dazu geht man hier hoch, alle hopp. Und läuft hier nach hinten, aktiviert den Schalter und hüpft hier einfach wieder runter. So. Schalter aktiviert und nun geht's hier weiter. Die Treppe ist auch noch nicht unten, das heißt, ich habe gar nicht so viel verpasst. So. Na, schauen wir doch mal. Oh oh. Wer ist doch weg? Ha, der Fallrückzieher. Beziehungsweise Rückwärtssalto. Der war echt der Hammer. Und Nummer 2 töten, denn in dem Raum geht's nicht. Alter. Hab ich ihn erwischt? Jawohl. In dem Raum geht's nicht nur darum, die Treppen hier runter, boah, 20 Kubine runter zu machen, sondern man muss auch diese gewissen Rubine hier sammeln und dann hier natürlich. Okay, die Treppe runter machen, das ist aber klar. Das war auch im Alten schon so. Okay, da haben wir da die Treppe. 1A. Hier müssen ein Rubin sein, genau. Und ein Herz. Optimal. Ach, Navi, halt doch dein Maul. Du bist so unnütz wie wie die Zeugen Jehovas an einem Sonntagmorgen, wenn man noch im Bett liegt. Wow. Nein. Nein, verfehlt. Irgendwie ist die Ausrüstung da buggy. Was verkaufst du mir? Deko-Shield? Nein. So. Ich bleib eine Schildkröte. Ich bleib der Herr der Schildkröten. Hup. Vielleicht noch eine? Nein. Aber ich keine Sorge, ich habe dich gesehen. Komm mal runter. Miau. Voll ins Rückgrat. Komm. Goodbye. Lass mich durch. Und ich glaube noch der hier und dann war's das. Jipp. Und abwärts. Und weiter geht's. 1. 2. Ja. 1. Na? Und 2. Und noch einer. 1. Au. Und die 2. Ah. Oh wow, wie es mir nichts gemacht hat, wegen der kurzen Verzögerung. Voll cool. Und ich schätze einfach mal stark, dass das hier die Karte sein wird. Denn was anderes wird mir wahrscheinlich nicht gegeben, so früh. Da lang.
Okay, welchen Raum haben wir denn hier? Die Brücke, okay. Da unten, man sieht schon Bombies. Und... okay. Das habe ich noch nicht gemacht. Dann machen wir das ganz schnell mal. Eins, zwei, drei. Und ein Stückchen hierher. Eins, zwei, drei. Nächster Block. Sieh, mein kleiner starker Linky. So. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, das reicht. Schauen wir mal nach. Geh mal hoch. Okay, von hier nach hier. Yep, und von da nach da. Okay. Sehr schön. Dann ziehen wir ein bisschen weiter. Okay. Dann lass uns mal nach oben. Komm. Wunderbar. Ein Deko-Stöcklein gezückt. Uah, den habe ich. Ich habe den einen. Jawohl, ich habe alle. Ist natürlich sehr, sehr schön. Und... eins, zwei, das reicht. Locker. Hoch. Wunderbar. Hier hoch. Und, was ich nicht vergessen darf, Feuer. Nein, verdammt nochmal. Na komm schon, das ist doch ganz... ja, los, hoch mit dir. Jawohl. Ist doch ganz einfach. Und... Stöcklein gezückt, angezündet. Und zurück, jawohl. Genau so. Und dann würde ich sagen, machen wir hier gleich mal die an, damit ich hier schon mal Feuer hab. Komm. Eins. Es sieht so aus, als müsste ich außen lang. Wisch. Gegner. Ja, das ist mir klar. Wo ist denn das Vieh? Hallo? Okay, das will mich wohl nicht mehr haben. Och Mann. Eigentlich nur gut. Die Teile sind wie Frauen. Wollen nur mein Geld. So, das reicht auch schon, denke ich mal. Hoch mit dir. Ja, und wie das reicht. Ja, jetzt lass mich hoch. Oh, das war ein kleines Sekündlein zu früh. Und alle, hopp. Oh, wieder ein Sekündlein zu früh. Und diesmal sogar wirklich ein Mini-Sekündlein. Schießen wir lieber weg. Davor habe ich immer ein bisschen Respekt. Vor den brennenden Fledermäusen. Ich meine, nicht, dass die eigentlich sterben müssten innerhalb von 2-3 Sekunden. Nein, nein. Die bleiben da ganz, 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 ganz lange in der Luft brennen. Und dann schätze ich einfach mal sehr stark, dass ich hier was anzünden muss. Okay. Nächster Raum. Hexen. So, nächster. Ich komme dem mal ein bisschen entgegen. Ja, obwohl das wird blöd wegen der Sprungattacke vielleicht.
Okay, geht. Oh, was haben wir denn hier? 5 Rubine, die mir gar nichts bringen. Was ich eigentlich total komisch finde, warum der die nicht einfach in seiner Hosentasche versteckt. Ich meine, der... Ach, was weiß ich. Schaut sich an, oder in seine Mütze hinten, dass er seine Mütze nimmt. Da kann man weiß Gott, wie viele tausende Rubine reintun. Was? Ich hab doch... What? Warum hält der mehr aus als der andere? Bisschen komisch. So. Okay. Ist hier vielleicht nochmal eine? Oh, ich habe schon was gesehen. Und da habe ich was gesehen. Okay. Ah, da will ich nicht hin. Es könnte heiß sein. Bisschen heiß. Und... die Fledermaus? Ja. Ah, hallo. Okay. Peng. Aua. Den Schädel ist wohl doch nicht so hart, hä? Und... oh je, ganz schräg daneben. Nein! Nein! Jawohl. Komm, das reicht. Das reicht. Das muss einfach... Nein! So was Blödes. Jetzt aber schnell. Vielleicht reicht es dann. Hoch mit dir, ganz schnell. Und hops, komm schon. Okay, so reicht es auf jeden Fall nicht. Dann warten wir ein bisschen. Lalalala. Okay. Und schnell. Here he comes. Here comes Speed Racer. He's a demon on feet. Boah, das war wieder knapp. So. So sieht das Ganze doch viel besser aus. Hier bitte nicht runterfallen, Link. Sehr schön. Die Truhe interessiert mich gerade wenig. Peng. Sehr gut. Ah, okay. Und nun kann ich mit dieser Bombe hier runter. Und diese Tür öffnen. Sehr schön. Was war hier nochmal? Ah ja, okay. Ja, Rubine bringen wir sehr viel hier. Das weiß ich zum Glück noch. Einmal hoch. Einmal hoch. Einmal Bombe nehmen. Und dahin. Na? So. Da bist du ja. Gut. Türe auf. Und... lass mich in Ruhe. Lass mich auch in Ruhe. Und nochmal so 2 komische Exis. Ah, diesmal haben wir mehr Platz, das ist schon gut. 1. Oh, da gab es ein kurzes Leck und da hat er mich in 2 Hälften geschnitten. Gut. Nummer 1 erledigt. Komm schon. Geht das? Ha, das funktioniert. Coole Sache.
Die stehen komplett ineinander, das war ja witzig. Ich meine, die Deko und Nüsse sind ja ganz schön fies, wenn ich sagen muss. Muss ich sagen, so rum. Einfach das Stunnen ist echt OP. Bäm. Türe auf. Nächster Raum. So. Und genau bis hierhin habe ich gespielt. Das letzte Mal. Das heißt, ab hier habe ich wieder keine Ahnung. Obwohl, hier weiß ich gleich, was zu tun ist. Ist ja offensichtlich. Das ist die Türe hinter mir. Okay, schauen wir halt mal rein. Ach nö. Wo ist der? Jawohl. So ein Scheißraum. Ach, und jetzt höre ich eine Skulptula. Da. Ach, alles so ganz fies. Da muss man dann später nochmal im Boomerang rein. Das ist ja ganz behindert. Ich habe bestimmt schon 5 oder mehr verpasst. Auf jeden Fall. Ich schätze mal einfach, dass ich jetzt hier... Okay. Oder... Klasse. Ah nein, hier haben wir's. Dummes Arschloch, verpiss dich bloß. Mann. Du nervst mich, Viech. Scheiß drauf. Schauen wir mal, wo es ist. Da ist es. Peng. Hoffentlich geht die Tür auf. Ja. Sehr gut. Eine Truhe gibt es hier nicht und ich schätze mal Schwerbomben. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Die Bombentasche. 20 Bomben habe ich von vornherein. Sehr schön. Dann können wir die auch gleich mal ausrüsten. Was war mein R-Knopf? Der da. Den. Ja, aber ich möchte noch kurz was anderes. So. Und nun heißt's ab nach oben. Und die Augen zum Leuchten bringen. Na, 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 na. Na 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 na. So, das machen wir einfach wieder wie immer. Oh oh, nicht so. Das gibt's doch nicht. Bin ich jetzt echt? Oh. Dann machen wir es einfach so. Genau. Jawohl, funktioniert. Und hier dasselbe. Na gut. Oder auch fast dasselbe. Ich meine, Augen an sind Augen an. Ja, komm. So. Ich hoffe mal nicht, dass es hier wieder so einen komplizierten Umweg gibt. Ich will einfach runter zu dem Penner und den in seinen Arsch treten. Ja, war wieder klar, dass ich hier da hinten lang klettern muss und irgendwas holen muss. Aber was soll's, das sollte sich schnell erledigt haben. Schnell so ein Geräusch. Peng. Hier steht noch irgendwas. Och, nö. Ach komm, fick dich, Alter.
Hier ist bestimmt irgendwie ein Schalter. Oder eine Skulptur. Jetzt bin ich gleich überfragt. Okay. Gibt es hier vielleicht irgendwas, was ich da oben... Schießkultula? Irgendwas, was ich hier aktivieren muss? Oder auf was ich schießen muss? Oder... Was... Steht da was drauf? Runter? Nein, runter. Steht nichts. Auch nichts. Vielleicht muss ich ja... Ach, da haben wir es. Guck. Zieh mal einer an. Er ist schon ganz cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird sehr witzig. Einer noch. Geh weg von mir. Okay. Ah, dann kommt hier eine Stufe. Ich kann Niesen ausblenden. Oh, eine Fee. Eine Fee. Oh nein. Feelein, bitte. Ja. Danke. Vielen, vielen Dank. Okay. Damit passiert was. Ich hoffe, damit geht die Tür zum Boss auf. Und Tatsache. Da geht die Türe auf. Hier nehme ich mir noch die paar Bomben mit. Na? Jawohl. Und dann gucken wir mal, dass ich den Boss ganz schnell weghaue. Denn mir geht die Zeit langsam aus. Beziehungsweise mir geht die Zeit aus, aber... Ja, so 25 Minuten sind schon okay. Da sind Lava-Suit, sieht ja so realistisch aus. Wie gesagt, da sieht das Lava in Minecraft besser aus. Na? Immer ein Treffer nur, okay. Wie viele Ecken waren es? Ich glaube, es waren zwei. Hier bin ich. Ach nö. Eins. Hi. Komm schon, Fresse auf. Eins, zwei, das heißt die da hinten. Ja. Zwei Ecken. Schwert gezückt und Bäm! Choo-choo, Motherfucker! Naja, roll du mal ein bisschen herum und so und schau bloß nicht hin, wo du guckst. Andersrum, schau bloß nicht gucken hin, wo du tust. Oder so. Und jetzt links. Schaut mal auf dem seine Kralle, links und rechts. Ja, das sieht aus, als wären es Augen. Und da hatte ich immer übel Schiss oder so, dass da noch was passiert. Dass die gleich wieder auftauchen und mich rausziehen. Hier, die Augen. Ich hole dich gleich. Aber das passt schon so. Er ist tatsächlich tot, eingesunken und hat den Lavasee ausgekühlt. Da er natürlich nur ein Stein ist, der übelst kalt ist, gell, und nicht irgendwie in sich Lava selber drin hat und ihm das eigentlich gar nichts machen dürfte. Aber was soll's. Und da haben wir unseren Freund mit dem komischen Bauchnabel.
mein Freund Darunia. Gar kein Problem, dass ich das gemacht habe. Was ein wildes Abenteuer. Du hast mir gar nicht geholfen, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich habe das ganz allein gemacht und dafür kriege ich jetzt deinen roten Kristall, der Goronens-Rubin. Oder? Ja, müsste eigentlich so heißen. Ja, ja, bla bla, wir zwei sind Blutsbrüder, alles klar. Kannst du dich ein bisschen beeilen, bitte, mit dem Beschwören? Das wäre echt nett. N-E-T-T wäre das. Sehr N-E-T-T. Okay. Ja, Goron Rubin. Och, komm schon, ich weiß, was es heißt, dass ich dir später wieder den Arsch retten muss gegen Bologna. Ich weiß, ich soll da hoch und soll etwas Tolles lernen, was es dort oben gibt. Etwas ganz Tolles kann man da oben lernen. Nur... Nein, ich will dich nicht umarmen. Nur die Magie-Fähigkeit, beziehungsweise die große Fee, die dort oben wartet, die sehen wir einfach beim nächsten Mal. Bis dahin!